hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Angezockt von Arms. Der eine oder andere wird sich denken, was ist das denn? Das ist ja gar nicht World of Tanks. Nein, richtig, Angezockt ist natürlich wieder mal ein neues Spiel. In dem Fall ist Arms ein Spiel für die Nintendo Switch. Und dabei handelt es sich um ein Spiel, wo ja ein bisschen Körperbewegung benötigt. Denn ihr habt in der linken und in der rechten Hand jeweils euren Joy-Con, so heißt dieses Ding. Und damit kämpft ihr in dem Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern wir schauen einfach mal, was denn da so passiert. Ich nehme hier diesen Helix. Den habe ich jetzt schon ein, zwei Runden mal gespielt. Bin echt noch recht frisch in dem Spiel. Ihr seht auch da, Rang 0 sozusagen. Also ein richtiger Noob. Und hier in dem Fall gegen Headlock. Das heißt, da ist so ein Boss, den bekämpfen wir zu dritt. Der Helix, Ribbon Girl und Twintel gegen den Headlock Level 4. Da kann man jetzt die Waffen suchen. Und hier, der hat natürlich ein paar Sachen am Start, wie ihr seht. Und natürlich... Und jetzt könnt ihr das, ihr steuert das praktisch hier so mit den Joy-Cons. Und damit schlagt ihr ihn dann. Ja, und der macht eben gut Damage. Aber der wird hier doch gut durch die Gegend. Jetzt muss ich aufpassen. Habe ich gut schön geblockt. Und jetzt habe ich mir geschnappt und hoch. Und zack, gibt's mal einen dicken in das Gesicht. Und nochmal einen in die Begrenzung und links und rechts und links und rechts. Und nochmal. Als habe ich meinen Powerschlag gerade vergeigt, weil der andere den gehabt hat, aber... Oh, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Guckt mal an, wie viel Schaden das macht. Also der macht gut Damage. Oh, oh, oh. Oh! Alter, der nimmt mich jetzt raus, wenn er so weitermacht. Der fokussiert nur mich, aber ich lasse einfach mal mein Team das hier machen. Und schon hat er mich. Das gibt's ja nicht. Da sieht man mal, wie viel Damage der machen kann, so für so einen doofen NPC. Aber mein Team, die haben hier noch alle Möglichkeiten und da haut sie ihn hier ordentlich durch die Arena. Aber ihr seht, der ist nicht zu unterschätzen. Und das dürfte vielleicht reichen. Und da ist der K.O. in der vorletzten Sekunde. Sehr schön gemacht. Der war da als unheimlich wichtig. Denn damit haben wir das Ganze noch nach Hause gebracht, sozusagen. Die beiden Mädels und ich. Wobei, ich habe einfach mehr auf die Schnauze bekommen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Mit dem Controller kann ich sozusagen links und rechts, ihr nehmt die Schwenke, das erkennt der Controller. Und wenn ich sie nach vorne schlage, dann wird eben der Schlag ausgelöst. Und ansonsten, wenn ich sozusagen die zueinander, dann ist es wie ein, dann blockt man. Das ist da alles möglich. Und jetzt haben wir hier, oh, einen Kampf gegen einen Stufe 35er. Ja, das ist ja mal schön. Nicht, dass ich gegen den Stufe 0er spiele, sondern nein, gegen den Stufe 35er. Das wird ein Spaß für Groß und Klein. Natürlich bin ich bereit, klar. Wollte schon immer gegen so einen 35er kämpfen. Ja, und schon... Ja, also man muss dazu sagen, wer in dem Spiel so ein bisschen geübt ist, der hat... Dass man kaum Chancen hat. Ihr seht es ja. Ich habe noch keinen einzigen Schlag an den Mann gebracht. Ja, und dann hat er mich. Also, das ist. Da hat man einfach keine Chance. Selbst mein Powerschlag ging da jetzt ins Leere. Ja, und da ist er in der Luft, pinnt sich kurz weg und schon habe ich den Schlag im Gesicht. Also, jemand, der da in dem Spiel wirklich ein bisschen Training hat, man hat da einfach mit Level 3 keine Chance. Das ist wie wenn ich jetzt mit einem Tier 10 gegen einen Tier 6 Panzer antrete. Ist zwar nett, aber bringt einmal gar nicht weiter. Aber es ist halt noch eine Beta-Phase. In der Fall gibt es natürlich auch nicht so viele, die das spielen, weil es einfach nur eine Stunde begrenzt war, wo man das Ganze zocken konnte. Und ihr seht es eben, da gibt es nicht so viele, die hier in dieser Lobby sind.
So. Ein Kampf der gegen den. Aber schaut's her, da sind immer die. Nicht schon wieder gegen den 38er. So, dann kämpfe ich jetzt gegen den 15er, so wie es aussieht. Ja. Ist schon mal zumindest ein bisschen angenehmer und sympathischer als gegen den Stufe 38er. Ich kenne ja auch wirklich nicht, was die Spieler hier so können. Keine Ahnung. Ich zock halt einfach drauf los. So, meine Freundin. Ja, ich hatte doch das zuerst gemacht. Ja, genau so. So lobe ich mir das. Ja, und da kommt der Superschlag. Und da ist die Runde auch schon fast beendet. Ach, und da bin ich in der Luft und da kommt der Schlag von ihr. Aber der war halt auch unfassbar knapp. Wenn ich dir so einen Superschlag ausgewichen wäre und sie hätte meinen bekommen, dann wäre das schon anders diesmal ausgegangen als gegen den Stufe 35er. Und ihr seht, der Kampf bringt mich halt nicht wirklich nach vorne eine Stufe. Und ja, das ist einfach das, wo man sagt, das passt nicht. Aber klar, das ist natürlich, das Matchmaking, sag ich mal, ist natürlich in dem Fall noch sehr rudimentär. Ich verstehe nur nicht, warum ich jetzt nicht gegen den Stufe 2er mal kämpfe. So, in dem Fall jetzt mal einen Lowbob zusammen mit einem besseren gegen einen Lowbob und einen anderen besseren. Und hier, da in dem Fall müssen wir jetzt einfach das Ding hier auseinander machen. Also da kommen jetzt gleich so Schilder und die müssen wir dann da jetzt weghauen, sag ich mal. Und ihr seht's, der Gegner sammelt hier ordentlich Punkte. Also mein Teammate springt auch mehr rum, als dass da Vorteil ist. Deswegen, die haben schon 800 Punkte. Aber das ist halt auch der Punkt, wenn so ein gut erfahrener Spieler drin ist, der weiß ganz genau, was er da machen muss. Also das ist, muss man sagen, man wird hier so einfach ein bisschen in das Spiel geworfen. Und wie gesagt, gerade wenn jemand so Gutes dabei ist, dann hat man einfach keine Chance. Und das ist gerade so in dieser Beta-Phase, wo ich sagen muss, das macht keinen Spaß. Weil ich will jetzt nicht hier so ein unbalanciertes Ding haben. Da wo ich hier einen Spieler habe, der sagt, Alter, der dominiert einfach mal alles, weil er einfach das Spiel schon kann. Und der andere noch so gar nicht. Das ist so ein bisschen Unsinn. Ihr seht es ja auch selbst, was hier da in dieser Lobby los ist. Aber auch da, Sam hat zum Beispiel gegen Yash den Sieg geholt. Also von dem her. Wobei ich glaube einfach auch, dass mein Kämpfer irgendwie gefühlt nicht so gut ist. Keiner spielt zumindest mit dem. Ich nehme jetzt einfach mal den. Und den Kampf würde ich sagen, ziehen wir uns noch rein. Und danach haben wir eh dann das Ganze kennengelernt. Der schaut nach einer Bewaffnung aus, die mir Spaß machen könnte. Jo, okay. Bam, weg immer. Ja, okay. Unfassbar durcheinander gerade, das Thema. Muss aufpassen, die eine hat ihre Ultimate-Fertigkeit und mein Kamerad, der hat hier schon sein Leben fast ausgehaucht.
Verbündete am Boden. Ja, und ich habe mir die Pussy hier gepackt und... Ja, und in der Zeit, wo ich hier... Ja, und er schnappt mich und macht mich da weg. Ja, ist halt so, das Spiel hat Potenzial, aber gefühlt ist es gerade, der Einstieg ist zu frustrierend, weil einfach zu schnell man gegen Gute gematcht wird. Das ist natürlich, wenn ein Spiel rauskommt, wahrscheinlich dann nicht der Fall. Hoffe ich zumindest. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, muss man sagen, nervt es so ein bisschen. Ja, trotzdem, glaube ich, hat man hier mal einen kleinen Einblick von ARMS entdeckt. Ich hoffe, ja, Stufe 38 und 22. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer El Karamba.